Jetzt geht's weiter mit bei Jill Valentine. 22.25 Uhr. Durchgang im Kielraum. Dieses Geräusch da. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Strom wiederherstellen. Wieso hören wir Wasser? Geht die Zenobia langsam unter? Und dann würde das ganze Zeug ja ins Wasser gehen. Irgendwann ins Grundwasser. Was es ja eigentlich schon tut, weil wir haben es ja vor der Küste mitbekommen. Und jetzt, wo wir wieder in der Rolle von Jill sind, möchte ich mal eine kleine Vermutung äußern, vielleicht eine Theorie. Der Chris, ich muss anders anfangen. Die Jessica hat immer wieder gefragt, traust du mir so wie deine alte Kollegin Jill? Ja, ja, tue ich, Jessica. Jill weiß von der Vergangenheit von Parker nichts. Und ich glaube, irgendwann wird Jill das erfahren und dann ist sie auch misstrauisch gegenüber Parker. Und dann wird es irgendwann so ausgelegt, dass Parker und Jessica da stehen, ja, einmal FBC, immer FBC oder was. Also, dass sich Chris und Jill wieder als altes neues Team finden und die beiden anderen abserviert sind. Einmal sind hier überall Handabdrücke. Wahrscheinlich. Pass auf, es könnte was im Wasser sein. Wäre nicht das erste Mal, dass was aus dem Wasser kommt. Resident Evil. Ja, überall. Denke ich mal, Lex, was angezeigt wird. Achtung, der Kielraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Das müssen wir. Da haben wir eine Waffenkiste. Wir müssen den Maschinenraum finden. Das mit den Schotten hatten wir ja in einer der vergangenen Folgen gelesen. Ja, wir haben ja weiterhin keine Patronen für die Pistole. Auch nicht für die Schrot. Munition ist Mangelware. Rot. Für die Not. Hier ist ein Item. Hä? Jetzt nicht mehr? Müssen noch mal hier rein. Wehrmunition. So, pass auf deine Füße auf. Was war?
sah so aus, als hätte so ein BOW so einen Umhang auf. So, aber wie ich schon vorhin sagte, hier kann was im Wasser sein. Parker, pass auf! Der da kann schwimmen. Ich würde dem Wasser fernbleiben. Ja, aber wird sich leider nicht vermeiden lassen. Da ist ein Zahnrad. Dampf will mich über lebendigen Leib garen. Müssen wir das erst ausschalten. Da ist grünes Kraut. Wieder so ein Vieh. Hier drauf retten wir uns. Okay, recht. Ah! Es drückt mich unter Wasser. Ah, es drückt mich auch unter Wasser. Ah. Irgendwo ist es noch. Hör es doch. Hier ist wieder Dampf. Spezialzubehör. Müssen wir doch erst rechts. Also jetzt links. Die Rohre. Parker, es bewegt sich über die Rohre. Können wir nicht öffnen? Dieses Gerät ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht. Was steht hier? Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Kiegang gelöst und jetzt strömt Dampf aus. Der Dampf ist kochend heiß. Man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf den richtigen Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus der Leitung. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A. Vor dem Frachtraum. B. Maschinenraum oben. C. Maschinenraum unten. Ich notiere mir das mal kurz. B. Unten. B. Oben. A. Vor den Frachtraum. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür an einer anderen austritt. Beachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert. Die
verschiedenen Bereichen nutzt. Okay. Wir sind jetzt bei B. C unten, Dampf hat aufgehört. Gut, hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Okay, ich mach das. Andere Tafel untersuchen. Jetzt kommt nochmal so ein Vieh. Da glaube ich nicht, wir können hier einfach durchrennen. Doch, können wir. Hier ist das eine Karte, die wir mitnehmen können. Karte untere Innenräume aufgenommen. Speichern. Brustgewehrmunition. Alles. Diese Piranhas mit dem Abyss-Virus verseucht. Ja, er zeigt nur versteckte Gegenstände an. Ob ich dich nicht sehe. Das ist wieder so ein großes. Ach Mann! Verdammt! Ah! Es ist blöd, dass man nicht ins Wasser schießen kann. Munitionskiste MG. Jetzt können wir mehr Munition im MG tragen. Memo aus dem Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. Zwei Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege. Du weißt schon, wohin? Nein? Mann, du musst wirklich mal einen Zahn zulegen. Na, also das Gegenstand, also der Gegenstand. Wen brauchen wir? Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten.
Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Neustartschlüssel suchen. So, jetzt ist... B oben. Na gut, jetzt ist der Durchgang hier oben frei. Können wir so rumgehen. Öffnet sich nicht. An der Treppe. Ja, da müssen wir... Doch, auf der anderen Seite ist noch ein Raum. Wir müssen da nochmal... durch. Bam! Ah! War größer als die anderen. Oder kam das mir jetzt nur so vor? Waffe wechseln? AOG. Spezialzubehör. Und wir wieder eine neue Waffe. Was war's mit dem? Oh, aufgenommen, Schrotgewehr. Aber ist jetzt einfach dort der Dampf weg? Oder müssen wir noch ein bisschen herum experimentieren? Der Dampf ist noch da. Sag ich jetzt, wie machen wir das? Dampf ist jetzt unten. Hier steht es auf B. Das ist oben. Hier steht es auf B, ist oben. Also oben heißt dann, ist nix. Das heißt, wir müssen es auf C machen.
C. Hä? Man muss... Ach, A. Muss auf A. Voll im Frachtraum. Oben und unten bezieht sich nur auf 4. Dann hatten wir es ja gerade auf A. Ah. Immer diese Lauferei. Schalten wir es auf A. Zwischen mir und dem Zahnrad, da ist doch was. Na, jetzt kommt doch was. Das? Richtig, als wenn das durch klingen. Jetzt wird man es deutlicher. Ah. Sind deutlich größer. Falsch. Vorhin sah auch so aus, als könne man Wasser, den Wasserspiegel noch steigen. Versuche mein Glück. Ich melde mich, wenn's klappt. So, und jetzt setzen wir das Zahnrad ein. Wir drehen uns im Kreis. Bist du okay? Ja. Sich im Kreis zu drehen scheint hier unsere Hauptbeschäftigung zu sein. So sehe ich das auch. Ah!
Zahnrad eingesetzt. Da ist etwas. Der Schlüssel. Neustartschlüssel. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Zufälligerweise genau in dem Moment, wo wir den Schlüssel haben. Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. Yep. Neustartschlüssel benutzt. Alarm. Jetzt wird's geflutet hier. Parker! Und schon wieder ein Cliffhanger. Tode 0, Präzision 82%, 28 Minuten.